ein Food Diary mit allen Uhrzeiten und jede Mahlzeit aufgenommen. Ich habe es tatsächlich geschafft, für, glaube ich, ungefähr 10 Tage jede Mahlzeit aufzunehmen, inklusive Uhrzeit. Das ist euer Feedback gewesen, dass ihr wirklich mal exakt genau wissen wollt, wann ich was esse und wieso 10 Tage aussehen können. Ich bin richtig stolz, dass ich es geschafft habe. Wenn ihr das auch gut findet, gebt einen Daumen nach oben und dann mache ich mir nochmal die Übung, auch wieder mal 10 Tage aufzunehmen für Inspiration für euch oder für Informationen. Und jetzt geht's direkt los. So, diese Woche Food Diary. Ich versuche wirklich jeden Tag alles aufzunehmen und euch sagen, wann welcher Tag ist. Heute ist der erste Tag von wahrscheinlich 6 oder 7. Und zum Frühstück, das bedeutet jetzt, glaube ich, 13 Uhr, gibt es eine Pampe. Da ist drin Flohsamenschalen, Chiasamen, ein paar Paranüsse und 4 ganze Orangen. Das war's. Und zum Nachtisch gibt es jetzt 500 Gramm Tomaten, 50 Gramm Oliven, etwas Knoblauchsprossen und 4 verschiedene Arten von Pilzen, das heißt Kräuterseitling, Shiitake, ein Austerseitling und von den anderen, von denen hier vergesse ich nochmal den Namen. Genau, das ist sozusagen mein Nachtisch und ja, dann ist die erste Mahlzeit vollendet und kommt ihr heute Abend dann noch eine Mahlzeit, mal schauen. Ist dann doch noch eine kleine halbe Melone noch dazu gekommen, hat einfach einen Appetit und ja, ist wie gesagt so eine kleine halbe Melone und das ist jetzt dann hoffentlich dann das Ende dieser Mahlzeit. Mit 16 Uhr gibt es eine kleine Zwischenmahlzeit, würde ich sagen. Das sind einfach nur Gurken, beziehungsweise es sind Brühgurken. Das heißt, das sind Gurken, die kurz aufgebrüht wurden und gewürzt. Ja, ist keine Rohkost, aber schmeckt trotzdem gut. Und die letzte Mahlzeit des Tages ist jetzt ein paar Datteln, Kakaobohnen und etwas Tonkabohnenmehl. Eine Rohkostqualität, weil ich habe die Tonkabohnen selber gemahlen. Erste Mahlzeit, es ist jetzt 14 Uhr. Es gibt Bananen mit Chiasamen und mit Flohsamen. Jetzt ist 17 Uhr und jetzt gibt es Brühgurken wieder, die letzten, die ich noch habe, und selbstgemachtes Rohkostbrot. Das Rezept werdet ihr sicherlich bald finden. Das ist phänomenal. Zur Revolution habe ich das ja erstmalig gegessen. Das hat echt die Konsistenz, auch wie Brot. Ne? Und das schmeckt einfach geil. Danach, und das wird dann auch meine letzte Mahlzeit heute sein, gibt es 500 Gramm Tomaten mit geschätzten 100 Gramm Oliven, die nicht in Öl eingelegt sind, sondern einfach in diesem Wasser da rumliegen. Und Oliven, ich habe da schon mal ein Video gemacht, sind extrem kalorienarm. Das glaubt man gar nicht, wenn man dran denkt an Oliven. Wie kalorienarm, das seht ihr in meinem Video, was ich damals gebracht habe. Und ja, vielleicht, wenn das einer von euch noch nicht gesehen hat, dann nur die kurze Information. Es ist unglaublich, wie viel ein Glas Oliven, wie viele Kalorien sie hat. Wenn sie hat, dann müsst ihr mein Video gucken. Okay, das war gemein. Naja, so ist das Leben manchmal. Es ist noch relativ früh am Morgen und bei mir gibt es jetzt die Spirulina-Flocken und 3 gewaschene Gurken. Es wundert, wie ich das zusammen esse oder sich fragt. Wir nehmen halt immer Gurken, haben wir den Vorteil, dass sie nass sind. Wir nehmen eine Gurke, tu die reinpressen, Dings abbeißen. So esse ich quasi Spirulina und Gurke. Hier ist übrigens das, was ich trinke. Das ist Tee. Und ja, habe ich ja schon mehrmals gesagt, das ist von Roberts Teehaus der Tee. Das hier ist der Räuberstee. Und ich trinke quasi den ganzen Tag. Ich habe da so meinen 2-Liter-Behälter. Mein 2-Liter-Behälter. Und da ist der Räuberstee drin. Und genau. Und den führe ich mir dann sozusagen täglich zu Genüge. Hier ist er. Ja. Genau. Das gibt es sozusagen. Wir trinken die ganze Woche Räuberstee. Kalorienfrei und ungesüßt. Und meine zweite Mahlzeit des Tages, es ist jetzt 15 Uhr, wahrscheinlich meine letzte, sind 2 Packungen Sprossen, die sind nicht selbst gezogen, sondern es sind Knoblauchsprossen und das sind Erbsensprossen, gekaufte, und dazu ein bisschen Rohkostbrot. Eine Stunde später gibt es jetzt noch eine Melone, eine ganze Melone, ist jetzt nicht die Größe gewesen, aber ein ganzes Stück, und ja, damit bin ich dann erstmal zufrieden. So, es ist jetzt 13.30 Uhr, meine erste Mahlzeit. Das ist heute Reis. Das ist ein Basmati-Reis, glaube ich, war das. So eine sehr große Packung, sehr preisgünstig erstanden. Und dazu ist gedünstete Möhre und Zwiebeln mit frischem Basilikum und frischem Schnittlauch. An Gewürzen habe ich nur, glaube ich, eigentlich nur Sojasauce dran gemacht und dann so ein bisschen Tandoori-Gewürz. So, jetzt gibt es noch ein
kleinen Salat, wirklich einen sehr kleinen Salat. Das ist eine Gurke und ich habe 6 Tomaten, ein paar Oliven. Einfach weil ich diesen Food Processor mal ausprobieren wollte. Ich habe bei der Revolution ihn kennengelernt. Und ja, ich bin da mal sehr vorsichtig mit Küchengeräten, ob ich das brauche oder nicht. Ich habe es in einem Jahr immer mal gesehen und verlinke euch den mal unten, den ich hier gekauft habe. Und bin aber echt zufrieden, weil du sparst dadurch Zeit. Und wenn du Zeit dadurch sparst, kannst du an anderer Stelle diese Zeit sinnvoll einsetzen. Und also was heißt sinnvoll leer. Und naja, so hat man sich das dann halt ja, mehr oder weniger dann nicht zurechtgeredet. Aber letztlich ist es halt tatsächlich ein Fakt. Und ja, ich fühle mich echt ganz gut. Ich habe es ausprobiert, wunderbar. Schneidet Datteln, schneidet sowieso das Gemüse jetzt hier auch. Möhren soll er auch schaffen. Und das ist eine gute Zwischenstufe zwischen Mixer und wo alles breiig wird und einem Messer. Denn selbst die Mixer wie der Vitamix, den du auch so langsam einstellen kannst, der ja, hat im Endeffekt unten immer so eine Schicht, wo es dann weicher wird. Und hier, dass es ein bisschen höher ist, wird das halt alles ja, relativ gleichmäßig. Und ja. Dafür ist er viel leichter zu reinigen als der Vitamix und das Wichtigste, das Ding ist aus Glas. Ja, das kann der Vitamix auch nicht bieten. Deswegen ja, gibt es jetzt hier einen Mini-Salat quasi nach der Portion, die ich jetzt gerade gegessen habe, einfach weil ich das Ding mal ausprobieren wollte. Letzte Mahlzeit dieses Tages sind Flohsamenschalen mit Himbeeren und mit Bananen und Chiasamen. Heute hat es mich nochmal erwischt, dass ich noch ein bisschen Hunger habe. Und ja, das sind Süßlupinsprossen mit einem Hauch Paprika und ein bisschen Sojasauce geschüttelt. Und da gibt es jetzt zum Abend, also so 19 Uhr würde ich sagen, nochmal Süßlupinsprossen. So, es ist 12 Uhr, die erste Mahlzeit. Es gibt einen kleinen Paprika-Tomaten-Oliven-Salat. Das ist wirklich so ein ganz kleiner Salat. Und ja, und dazu gibt es natürlich Rohkostbrot. Ich gibt es jetzt einen kleinen Kohlsalat, das ist einfach nur Kohl und ja, dazu gibt es wieder Rohkostbrot. 15 Uhr und jetzt gibt es einen reichhaltigen Smoothie mit viel Petersilie, mit Orangen und mit so ein paar Grünzeug und Bananen, was ein bisschen überreif war und Verwertungssmoothie sozusagen. Kurkuma ist da drin. Heute Morgen, wirklich morgen, also 10 Uhr, gab es einen Smoothie, habe es vergessen aufzunehmen. Da war sehr, sehr viel Petersilie drin, Grassaft und Bananen und Grünkohl. Und jetzt gibt es Weintrauben und Bananen, dazu Chiasamen und Flohsamenschalen. Und jetzt ist ungefähr so 13 Uhr, quasi ja, Nachmittag. Und jetzt gibt es noch als letzte Mahlzeit des Tages Datteln und Kakaobohnen. So, erste Mahlzeit des Tages, 11 Uhr, eine Kiste Weintrauben. Billig erstanden beim Metro. So, es ist 16 Uhr und während hier Zwiebeln vor sich hin dünsten, weil ich habe da eine Idee, mal sehen, was daraus wird. Ja, ich sag mal nichts dazu. Gibt es jetzt hier einen kleinen Salat. Das sind Knoblauchsprossen, Alfalfa-Sprossen, Schnittlauch, Tomaten und roher Brokkoli. Das wird einfach jetzt gemixt zu einem kleinen Salat und gegessen. So, tatsächlich gibt es jetzt bei mir diese Zwiebeln einfach ja, 3 Stunden auf niedriger Flamme vor sich hin köcheln lassen, sehr süßlich. Und dazu, ich habe gerade einen Tofu-Test gemacht, weil Aldi hat immer vegane Produkte. Und naja, da werde ich es mir jetzt mal kochköstlich gut gehen lassen. Der Tag beginnt mit einer Rohkostpizza. Das Rezept habe ich ja, jetzt erstmalig ausprobiert, es wird noch verfeinert und irgendwann kommt das dann ja auch als Video. Das ist nämlich ziemlich geil. Das ist eine Pizza, die gar nicht so aussieht wie eine Pizza, weil alles schon püriert ist, aber im Mund genau dieses Gefühl erzeugen soll wie eine richtige Pizza. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall, das habe ich jetzt schon erst gekostet, schmeckt ziemlich geil. Und ja, das gibt es jetzt. Es ist jetzt 12.30 Uhr, meine erste Mahlzeit und das wird genau diese Pizza sein. Und jetzt ist es ungefähr 16 Uhr. Und es gibt sozusagen die erste Hauptmahlzeit oder die zweite Mahlzeit des Tages. Und das ist Jackfrucht, frische Jackfrucht hier am See. Was ganz Schöneres geben. Mango. Ja, Mango. Ja, Mango gibt es auch noch. Frische, reife, echte Mango. Wir machen mal den direkten Test. Das sind frische Mangos aus Vietnam. Direkt wirklich in voller Reife. Mal sehen, ob die anders schmecken als normal. Tatsächlich. Welche Überraschung. Das schmeckt echt geil. Naja, kommen wir sowieso nie dran. Doch. Also man hat eine halb vietnamesische Freundin dann, die das mitbringt.